Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge von Slender. Und wir starten gleich das Spiel. So, jetzt habe ich den Nebel ausgeschalten. Mal schauen, ob wir uns dann etwas leichter tun. Ich denke mal schon. Weil der hat schon ziemlich gestört, finde ich. Ich werde schauen, dass wir demnächst vielleicht mal den Demo, dass ich den reinmache, dass wir am Tag laufen können, also dass es nicht dunkel ist, sondern hell. So. Gehen wir einfach mal hier entlang. Und schalten gleich mal am Anfang die Taschenlampe aus, damit wir dann später noch das Licht haben. Was ich gehört habe, sollen die ja direkt im Kreis verlaufen, die ganzen Gebäude, wo sich diese Zettel befinden. Dann schauen wir gleich mal hier. Und hier ist auch schon der erste Zettel, Seite, Notiz, wie auch immer. Dann geht schon los mit der Musik. So, dann gehen wir wieder auf den Weg hinaus. So, dann gehen wir einfach mal in die Richtung und schalten wieder mal die Taschenlampe ein bisschen aus. Ja, gehen wir da mal weiter. Lala, wir laufen durch den Wald. Na, 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 na. Komm so vor wie Rotkäppchen. Die ist ja auch durch den Wald geirrt auf dem Weg zur Großmutter. Da ist ja halt der Wolf hinterhergelaufen. Und bei uns ist es halt das Leinemann. Und der schöne Sternenhimmel. So sind wir hier jetzt überhaupt. Ich traue mich gar nicht nach links und rechts schauen. Ich habe auch gesehen, es hat gerade so gezittert. Ich habe ihn zwar nicht gesehen, aber da war irgendwas. Gehen wir halt mal in die Richtung und die Taschenlampe mal wieder ausschalten. Dann kommen wir zu irgendeiner Lichtung. Ach, hier sind die Tanks. Mal gleich schauen, ob wir hier eine Seite finden. Boah, was war das jetzt? Boah. Den Tank ist er ja gerne. Und bei dem Gebäude hier. Unter Konzentrieren vergesse ich noch zu reden. Es ist hier wirklich blöd, diesen ganzen Fässern hier die Seite zu finden. Na, 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 na
Hier verfolgt uns ja keiner. Ach, hier ist sie. Leave me alone. Ja, bitte la... Na? Bitte lass mich allein. Lass mich in Ruhe. Ich möchte nichts von dir. So, dann gehen wir mal da gleich hinein in das Gebäude. Mal gucken, ob da drin eine Seite ist. Ich kriege jetzt schon einen halben Herzinfarkt. Ich mag dieses Gebäude hier überhaupt nicht. Ich glaube, von da sind wir gekommen. Da gehen wir mal in die Richtung. Ich habe darin überhaupt keine Orientierung. Tut mir echt leid. Ach, hier ist eine. Don't look or it takes you. Ach, jetzt fängt diese Musik auch schon an. Vergeht mir echt alles. Ach, Männer. Der steht jetzt hier. Na prima. Ah, mein Herz. Ist er wieder weg? Ich habe gehört, dass er sich hier hin und her teleportieren. Ach, Menno. Da kommen wir, glaube ich, nicht mehr heraus. Na, warten wir einfach mal. Lalalala, der Slendermensch steht draußen. Und ich kriege gleich einen Anfall. Tja, was machen wir jetzt? Sollen wir nochmal raussehen? Aha, ist weg. Gut. Wir hatten ja jetzt eine Seite hier drin, oder? Genau. Gehen wir hier einfach mal in diese Richtung. Ich glaube, jetzt haben wir drei Seiten. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Gehen wir einfach mal da in den Wald hinein. Schalten mal wieder die Taschenlampe aus. Gehen wir einfach mal in die Richtung hier. Und wieder aus mit der Taschenlampe. Sehen wir bald nichts mehr. Ich bin ja mal gespannt, wie das dann mit dem Tagmodus ist. Und hier kommen wir zu diesem Baum hier. Da waren wir auch noch nicht. Ja, ich bin gespannt, wie das mit dem Tagesmodus ist. Ob wir da schneller die Orientierung finden. No, 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 no. Tja. Dann laufen wir einfach mal weiter. Und wieder unser Licht ausschalten. Orientieren wir uns am Sternenhimmel. Der leuchtet ja so schön. Und wir laufen hier einfach mal entlang.
So unnebelig ist das schon mal viel besser. Das sehen wir immerhin ein bisschen. Okay, hier sind wir am Zaun. Ich wollte nichts mehr. So, eine Taschenlampe wieder ausmachen. Einfach mal querfeld einrichten wollt. Diese Wege werden eindeutig überbewertet. Habe ich etwas die Orientierung verloren? Keine Ahnung, wo wir gerade sind. Kommen wir sicher gleich wieder bei den Tanks raus. Denke ich mal. So, ja, vier Seiten haben wir schon. Jetzt brauchen wir nur noch vier. Ich bin mal gespannt, wie die irgendwann mal finden werden. Ich glaube es ja nicht ganz. Aber naja. Ach, das gibt's ja nicht. Ich kenne mich gerade gar nicht mehr aus. Was sind wir denn hier? Lenny, wo bist du? Ach, jetzt dachte ich, da drin im Wald würde er stehen. Ah. Tja. Die Sterne werden da Gold um. Ist mir gerade aufgefallen. Sie leuchten voll rot. Ach, das gibt's doch nicht. Wo sind denn diese blöden Autos? Hm. Boah, was war das jetzt? Boah, Hilfe! Was ist das heute? Das gibt's ja nicht. Ich krieg hier gleich einen Anfall. So, help me, ja. Helft mir bitte. Und wir haben auch schon wieder 5 Seiten. Letztes Mal hat er uns ja da geschnappt. Da war er dann vor uns und hatte uns, während wir sie gerade aufgeklappt haben oder von der Wand gerissen haben. Ich weiß ja gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, das war bei dieser Wand da, wo die vier Seiten waren. Ja, aber 5 Seiten sind gar nicht mal so schlecht.
wir denn hier? Ach, hier ist der Zaun. Lasst mich aus dem Wald hinaus. Tja, ja, alles im Zaun ist. Wie bin ich da überhaupt reingekommen? Das wäre ja mal eine gute Frage. So, sehe ich gleich gar nichts mehr. Machen wir mal wieder die Taschen aus. Na, das bringt eh nicht mehr viel. Ich habe gerade keine Ahnung, wo wir hier sind. Aber wir haben 5 Seiten. 5 solche Seiten von seinem Notizbuch. So, zieh sie gleich ganz aus. Ich wollte schon sagen, nicht, dass er gleich hinter uns steht. Aber ich konnte mich jetzt eh nicht mehr bewegen. Und dann war das auch schon vorbei. Gut, ja, wir haben wieder 5 Seiten wie beim letzten Mal. Vielleicht wird es ja beim nächsten Mal eine mehr. Oder vielleicht ein paar mehr. Gut, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Tschüss, Leute.